Hallo, ich möchte euch heute mal meine BR250 vorstellen. Die Betriebsnummer ist die 250-112-0. Den Kennern ist dadurch bekannt, dass es eine Lok der Berliner TT-Bahnen Vorwendeproduktion ist. Der Umbau betrifft vor allem den Motor. Dieser Umbausatz ist ja bekannt. Eigentlich gedacht für die 118, 231 und für die NOHAB. Ich habe ihn allerdings hier eingepflanzt. Er wirkt wie im Original nur auf eine Treib- oder auf beide Treibachsen auf einer Seite. Und die anderen beiden sind nur, oder die anderen drei sind nur zum Strom abnehmen, wie im Original. Um das Ganze zu realisieren, muss der gesamte Grundrahmen verändert werden. Das ist, sage ich mal, dieses Gussteil hier. Der muss ab hier gerade nach hinten abgetrennt werden. Dabei ist große Vorsicht walten zu lassen. Denn das hier, dieser kleine Steg, ist alles, was übrig bleibt. Der erste, bei dem ich das gemacht habe, ist leider zerbrochen. Mit dem Dremel ist es allerdings eigentlich kein Problem. Das Material lässt sich sehr gut verarbeiten. Es muss so angezeichnet werden, dass der Motor von diesem Gewicht hier noch genügend Platz hat. So und so weit muss das eben nach hier hinten rausgetrennt werden, dass er reinpasst. Das erste Stück, was hier einsetzt in den Motor, ist noch vom Originalumbausatz oder Motorumbausatz. Und das sah folgendermaßen aus. Das ist diese kleine Welle, die in den Motor gesteckt wird, in die Schlitz- oder Kreuzschlitzaufnahme. Davor befindet sich ein Schaft und darin eine kleine Welle mit dem Zahnrad. Das Zahnrad und die Welle darin habe ich entfernt. Und das ist sozusagen das Originalgegenstück von der BR250 aus DDR-Produktion. Das ist hier drin zu sehen. Und das Ende sah eigentlich so aus. Und man muss dann hier einen Schnitt machen. Dabei die passende Länge beachten. Und dann passt dieses Ende exakt in die Aufnahme für die Kardanwelle von dem Motorumbausatz hier. Damit lässt sich das wunderbar einbauen. Was ich noch machen musste, ist hier drin ein wenig den Platz vergrößern, dass die Welle da reinpasst. Und der Motor, damit er so leicht schräg sitzt, ich kipp die Lok mal, dann sieht man das besser. Er sitzt leicht schief. Also wurde in diesem Bereich hier unter dem Motor noch ein kleines bisschen ausgefräst. Und dann ließ ich der Rahmen mit dem Motor wunderbar verlöten, das hält sehr gut. Die originalen Punkte zur Stromaufnahme hier wurden mit solchen kleinen, naja, etwas festeren Gummihüllen vor Kurzschluss geschützt. Ich lege meine hier her. Die habe ich ersetzt gegen Schrumpfschlauch, weil der einfach kleiner ist und damit kann sich das Gestell dann besser drehen. Und ich habe von der eigentlichen Leiterplatte, die original in dieser Lok war, dieses Stück abgetrennt. Damit habe ich die passende Lampenaufnahme. Darüber sind einfach die normalen Punkte hüben und drüben zur Stromaufnahme wieder vom Drehgestell vorne und hinten angeklemmt worden. Hier hinten bin ich eben dann direkt an den Motor rangegangen. Von dort, also beim zweiten Drehgestell, von dort holt sich der Motor von diesen äußeren Leiterbahnen auch seinen Strom. Das war natürlich wie immer erst falsch rum angeklemmt. Da muss eben die Drehrichtung beachtet werden. Hier in dem Fall ist es dann über Kreuz. Ja, und dann habe ich noch, um die Lampe wieder in Betrieb zu bringen, den äußeren mit den jeweils nächst inneren Leiterbahnen verbinden müssen. Dadurch läuft die Lampe. Zu beachten ist, dass diese kleine Platte hier ist die Diode, die dafür sorgt, dass die Lampe nur in eine Richtung an ist. Und wer dann noch die LEDs, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht,
die LEDs für die Rückbeleuchtung, die kleinen roten, anschließen will, der muss unbedingt beachten, dass dieser kleine Vorwiderstand, der original auf der Leiterplatte war, mit verbaut wird, weil er sonst die LEDs im Gehäuse hier am Rand zerstört. Ja, mit den Fahreigenschaften geht es gleich weiter. So, kommen wir zu den Fahreigenschaften. Das Radio mal ein bisschen leiser machen. Und zwar haben wir hier den Vierfach Anhänger Doppelstockwagen an. Das Geräuschniveau ändert sich leider nicht, aber sie fährt deutlich ruhiger. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir eine ICE wegkriegen. So, jetzt wollen wir sie nochmal richtig in Aktion sehen. Der Vorführeffekt.